Kann man mit einem entkoffeinierten Kaffee eigentlich alle Zubereitungsarten bedienen? Ich bin der Jürgen, ich bin ein Röster und ich erzähle dir alles über Kaffee. Das Schöne ist, die Themen gehen mir eigentlich nie aus. Jemand hat sich eben einen entkoffeinierten Kaffee gekauft für eine kleine Siebträgermaschine und ist dann, sag mal, mit dem Geschmack am Ende nicht so richtig glücklich, weil da entsprechend, sag ich mal, Fruchtsäure noch mit drin sind und wir haben halt ein bisschen erörtert, woran das denn eigentlich so liegt. Jetzt muss man ja eins wissen. Wie entkoffiniert man denn eigentlich entsprechend Kaffee oder Kaffeebohnen? Und zwar passiert das ja mit der Rohkaffeebohne. Die wird entsprechend entkoffeiniert. Es gibt da verschiedene Verfahren. Es gibt chemische Verfahren, wo man mit CO2 oder mit Dichlormethan beispielsweise diese Bohnen behandelt. Das, was wir eben sehr gerne benutzen, ist das Schweizer Wasserverfahren. Das heißt, es wird mit einer gesättigten Wasserlösung entsprechend gearbeitet. Das wird dann so lange gewaschen, bis dann letztendlich, sagen wir, die Qualität so erreicht ist, dass man eben, sagen wir, den Grenzwert für einen entkoffeinierten Kaffee entsprechend einhält. Dass die Bohne, die Kaffeebohne bei all diesen Verfahren natürlich leidet, kann man sich ja vorstellen. Also diese Rohkaffeebohne, die hat ja nicht umsonst Koffein in ihren Kaffeebohnen oder auch in der Kaffeekirsche, die drumherum ist. Das ist ja letztendlich ein Insektenschutz. Also es geht darum, möglichst, sag ich mal, unerwünschte Fressfeinde eben fernzuhalten, die dann eben diesen Samen, am Ende ist es ja ein Samen, der da drin ist, entsprechend schützt, so dass dann also sichergestellt ist, sag mal, dass die Pflanze sich entsprechend auch fortpflanzen kann. Jetzt gehen wir Menschen hin und wollen jetzt, sag ich mal, mit Gewalt letztendlich dieser Pflanze dieses Koffein wiederum entziehen. So, und das geht eben einfach nur, indem man, sag mal, die Rohkaffeebohne entsprechend aufweicht, die Zellwände ein Stück weit eben wird zerstört und versucht dann, sag ich mal, dieses Koffein da irgendwie rauszuwaschen. Darunter leidet eben, sag ich mal, die Rohkaffeebohne sehr und die ist am Ende sehr ausgelaugt. Die sieht da nicht aus wie hier, sondern wie hier im Bild eingeblendet. Schon hat die eine Anmutung von einer Rosine. Also so ausgelaugt ist das ganze Thema. Und auch beim Rösten, sag mal, verhält die sich komplett anders wie eine ganz klassische Kaffeebohne. Man muss da sehr, sehr vorsichtig sein, weil die sehr schnell verbrennt. Die nimmt sehr schnell Hitze auf, weil eben, sag mal, diese Zellwände ein Stück weit aufgeweicht oder eben auch zerstört sind. Also der geröstete, entkoffeinierte Kaffee ist einfach nicht so intensiv vom Geschmack her, als wenn ich so eine ganz klassische Kaffeebohne habe. Hinzu kommt eben auch, dass üblicherweise für einen Espresso, so wie wir ihn quasi hier in Europa gerne mögen, hat ja auch einen gewissen robuster Anteil. Dann einfach, weil einfach der Körper da ist, die Crema, die wir gerne haben möchten, dieses schokoladig-nussige wollen wir eben haben. Und das kriegt man mit den Arabicas, die jetzt entkoffeiniert sind, einfach nicht so wunderbar hin. Es wäre auch ein bisschen kontraproduktiv, die Robusta-Bohne beispielsweise zu nehmen, weil die ja noch mehr Koffein enthält als eine Arabica-Bohne. Jetzt anzufangen, diese zu entkoffeinieren, also da leidet das ganze Thema ja noch weiter drunter. Es gibt zwar Angebote am Markt, die sowas eben suggerieren. Ich persönlich halte da gar nichts von. Also als Resümee lässt sich letztendlich festhalten, ein entkoffeinierter Kaffee eignet sich ganz gut als Filterkaffee oder in der French Press oder durchaus eben auch als langer Kaffee. Da kann man den ganz gut für nehmen. Ich persönlich würde ihn jetzt aber als Espresso nicht wirklich empfehlen, weil wenn man die Erwartungshaltung hat, so einen klassisch italienischen Espresso daraus eben machen zu können, das wird mit dieser Bohne einfach nicht gelingen.